Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Madison. So, wir wollten ja durch den... Ah, das geht ja wieder gut los. Wir wollten ja durch den Schlitz hier uns durchzwängen. Und brauchen wir gar nicht. Wir kommen hier ja easy durch. Mach ich den ganzen Krach hier? Okay. Ich mach mal einfach jetzt überall Fotos, weil ich nicht genau weiß, wo... Oh Gott. Der Raum ist ja mega dunkel. Oh, hör mir auf. So, wir sind ja hier stehen geblieben. Wir sind einmal... Ach, das ist die rote Tür, die wir gemalt haben letztes Mal, ne? Können wir hier noch was finden? Das selbstverständlich nicht. Alles voller Kakerlaken, das ist ein gutes Zeichen. Hier sind Bilder. Und die Tür ist verschlossen. Also ich brauche einen Schlüssel. Mit einem Hammer kann ich die ja wohl nicht aufhauen. Okay, ich brauche einen Schlüssel. Liegt hier rein zufällig einer? Okay, dann muss ich den ganzen Weg nochmal zurückgehen. Schade, dann kommen wir da noch gar nicht weiter. Ein Schlüssel. Was könnte ich denn noch öffnen, wo ich quasi noch nicht bei gewesen bin? Warte mal, wir hatten... Was haben wir denn gehabt? Wir haben eine Luke gehabt. Hier diese Bodenluke oder was das ist? Dachrundlauf. Hier die verschlossene Toilette. Das Ding mit 5 rechts, was auch immer das heißen soll. Im Spülkasten irgendwas drin? Nee. Genau, atme erstmal tief durch, mein Freund. Notlampe. Ja. Können das Tape. Wir haben ja den auch noch nicht auf, ne? Der ist ja vor allem verschlossen. Aber so eine Kette rübergehangen. Den könnte man eigentlich locker abnehmen. So. Ich bin ein bisschen erkältet, wie man hört. Aber ich hoffe, das stört nicht. Ich habe hier dieses komische Geweih und ich kann damit nichts machen. Obwohl hier so viele Fotos dran sind. Wenn ich so ein Foto abfotografiere? Die sind ja auch alle schwarz, ne? Ist dieses komische Geräusch ein Zeichen? Ich kann Fernseher anmachen, aber das bringt mir halt gar nichts. Kann ich mir die Fotos genauer angucken? Kann ich da reinzoomen? Nein, jetzt habe ich es weggeworfen. Achso, ich kann ja auch nur 10 Stück nehmen. Ja. Okay, kann ich mich hinhocken? Nö. Also nicht, dass ich wüsste. Winke Katze ganz freundlich. Sagt mir jetzt so gar nichts, ne? Wir haben zwar die ganze Zeit Krach, aber ich kann damit nichts anfangen. Also wenn das ein Tipp sein soll, bin ich sehr unfähig. So, hier können wir auch nicht rein. Die ist auch verschlossen. Kann ich den Schlüssel übersehen haben? Vielleicht doch hier in einer der Schubladen? Ist da doch was drin? Also nichts, was ich nehmen kann auf jeden Fall. Hier auch nicht. Wir haben hier Tabletten. Hier sind überall Tabletten, ne? Aber entweder war Person XY hier schwer krank oder stark medikamentenabhängig. Hier ist der Vorhang zu. Warum?
ist der Ventilator? Oh Gott. Ich dachte hier, das Paket, da ist irgendwas drin, was da tickert. Gut, was habe ich denn hier noch nicht? Ah? Gruselige Musik. Ist immer gut. Ich mache nur mal ein Foto. Also, auf jeden Fall habe ich mehr Interaktion, wenn ich davon ein Foto mache, aber ich weiß nicht, was mir das jetzt bringt auf Anhieb. Aber was kann ich hier noch übersehen haben? Ist überall dieses komische Bild mit den weißen Augen. Die obere Schublade ist zu. Mein Gott, Alter, das ist so creepy, diese Geräuschkulisse. Das hat mir jetzt gar nichts gebracht. Ich bin hier aktuell dezent überfordert. Ja, okay, also irgendwo steht eine Nummer. Vielleicht können wir ja damit erstmal anfangen. Wir haben hier noch ein Foto. 1968. Oh, pass auf. Gucken wir nochmal. 19. Ist es nicht. Habe ich das richtig eingegeben? Ja. 1986 ist nicht. Was haben wir denn noch hier an Zahlen? Wir brauchen eine vierstellige Zahl. Vielleicht an den Bildern irgendwo, dass da ein Hinweis ist. Oder hier nochmal zurückgehen. Hier in den dunklen, komischen... I won't be able to go back. Okay. Ich bin nicht in der Lage, zurückzugehen. Das ist nur die Tür. Das ist auch so ein einzelnes Foto. Okay, aber das macht nichts. Ich habe hier halt... Ich hätte diesen Schlüssel noch. Für was könnte der denn sein? Aber nicht für diese komische Riesentür hier, oder? Also mit den 8000 Schlössern, also da. Und ich brauche noch einen Schlüssel für unten. Aha. Gut, dann gehen wir auf der Suche nach dem Schlüssel. Wo habe ich denn den gefunden? In der Schachtel, ne? Das heißt, wir gucken nochmal, ob wir hier irgendwo eine Schachtel, Schatulle, Box, Karton, Tasse, irgendwas finden, wo ein Schlüssel drin sein könnte. Dann könnten wir eventuell unten die Tür öffnen, also das untere Schloss.
Grand TV. Serial Killer. 1987. Aber hier sind auch mehrere Daten gewesen, ne? Robert hat Judith. Warum hat sie ihre Eltern getötet? Das ist eine gute Frage. Ich kann es nicht beantworten. Bin ich von hier hinter ein Foto? Nö. Denn hier drinnen haben wir echt gar nichts mehr. Ach, ich kann da sogar Sachen reinpacken. Okay. Da haben wir nix. Aha. Priest Thomas? Ich hoffe, du findest das hilfreich. Bitte sei vorsichtig. Erinnere dich dran, worüber wir gesprochen haben. Ich komme so schnell wie möglich wieder. Priester Thomas. Drei Tapes, ja? Ja, gut. Ich kann jetzt rotieren, aber mehr kann ich damit nicht machen. Ich weiß, Tapes sind alt, aber ich habe immer noch Probleme mit Computern. Wundert mich nicht, wenn ich mir dieses Etablissement hier angucke. Gut, aber hier drinne war halt nichts weiter. Wir haben drei Tapes. Eins habe ich gefunden. Ist auch ein bisschen frech, ne? Da ist so eine Tape-Schatulle, aber nicht ein Tape drinne. Okay. Also, Schlüssel. Schlüssel war ja eigentlich Hauptziel jetzt. Es muss irgendwo hier noch eine Möglichkeit geben, mit irgendwas zu interagieren, bis auf das hier. Nimm das Tape einfach mal wieder mit. Die Uhr kann ich halt auch nicht öffnen. Sehr stabiles Holz, wenn ich das mit dem Hammer nicht aufkriege. So, die Uhr auf dem Sofa kann ich nicht mitnehmen. Hier ist nichts weiter drin. Hier ist nur das Bild. Für Grandpa. Chanel und Luca. Die Kette kriege ich nicht auf. Den Ofen kriege ich nicht auf. Okay, die Uhr hat gedingelt. Die zumachen, die aufmachen. Aber hier ist auch nichts. Also er zeigt mir nichts an. Vielleicht stelle ich mich auch gerade echt ein bisschen doof an. Aber so viele Möglichkeiten gibt es nicht. Unten die rote Tür komme ich nicht rein, weil ich den Schlüssel nicht habe. Das kann ich nicht aufmachen, weil ich nichts zum Aufbrechen habe. Don't use. Ist vielleicht in dem komischen Buch hier irgendeine... Nee, die Tür ist das letzte, was ich gezeichnet habe. Rechts und 5 links. 3 Punkte rechts, 5 links. Aber ich bekomme auch keinen Hinweis, ne? Irgendwie in der Form, dass da ein Sound ist, der mir sagt, hier, Achtung, du musst in die Richtung gehen.
wenn man hier durchguckt, sieht man halt auch nichts. Also ich bin halt der Meinung, irgendwie muss man dieses Ding hier öffnen können. Was für ein Geräusch. Ich habe gedacht, man kann es vielleicht hören, aber nö, absolut gar nicht. Ich gehe halt davon aus, ich muss bestimmt mehr Bilder machen. Ich verstehe halt nicht. Hier wackelt's, aber ich habe auf dem Bild kann ich nichts sehen. Und es kommt so gruselige Musik jedes Mal, wenn ich da ein Foto mache. Hier ist nichts. Vielleicht kriege ich ja so irgendwie einen Tipp. Bringt mir irgendwie aktuell gar nichts, ne? Oh Gott, dieser Ventilator. Die Tür ist immer noch verschlossen, ja? Ja, Gewitter. Pillen. Eine Uhr. 9. 9127? Wäre ein Versuch wert, ne? Ich meine, was anderes bleibt mir ja sowieso gerade nicht über. Ich komme hier auf das Rätsels Lösung nicht. Ich bin hier irgendwie ein bisschen stuckt. So. Den ganzen Weg wieder zurück. 9127. Okay. 9127. Cool. Das war's auf jeden Fall nicht. Das ist es auch nicht. Ey, Geräuschkulisse des Todes, ne? Keller, ja, komme ich aber nicht rein. Ich komme einfach nie in den Keller. Ich weiß nicht, was ich hier tun soll.
Kann ja noch mal gucken, ob ich jetzt in den Keller reinkomme. Warum auch immer. Okay, dann lassen wir den Strom an, wenn du das sagst. So, hier hatte ich nur diese komische Münze. Hier kann ich gar nichts nehmen. Ist auch nix. Ist locked. Warte mal. Oh, wow. Ich bin ja ein Genie. Oh, Polizeitape. Ja, ich werde mal diesen vertrauensvoll erweckenden Weg lang gehen. What is this place? Was soll hier schon passieren? Ein Brunnen voller Kakerlaken, drei Schlösser dran, Polaroid-Bilder. Okay. Those symbols. I've seen them before. Ich hab die gesehen, ja? Wo hab ich denn hier meine Bilder? Okay, da ist jetzt auch nochmal ein Symbol drauf. Die Tür. So viele Fotos gemacht. Ich hab's weggeschmissen. Ich hab's ohne Scheiß weggeschmissen. Ich hab keins mehr davon, oder? Ich hab's doch mehrfach. Ah ja, wunderbar. So, jetzt nichts Falsches drücken. Du willst von mir einen Tropfen, eine 2 und einen Planeten, ja? So, warte mal. Hier war. Scheiße, ist die Reihenfolge relevant eigentlich? 2 Tropfen Planet. Okay, fangen wir hier an. Planet. Hier haben wir die 2. Den Tropfen. Es ist nur ein Tropfen auf einem heißen Stein. Planet. Okay, er hat von alleine das Schloss weggemacht und es kam ein mysteriöses Geräusch. Da hebt er ab. So, ich habe nochmal ein Foto gemacht. Ja, ist klar. Ich gehe mal davon aus, ich soll da reingehen. Ich habe auch nichts Besseres zu tun, als in so einem Dämonenhaus, wo im Keller auf einmal so eine Höhle oder irgendwas in der Richtung ist, abgesperrt mit Polizeiband, ein Kerzenweg dahin, wie so ein Ritual. Und ich gehe hier unten in den Brunnen. Ja, sicher. Wenn ich jetzt noch ein Foto mache, passiert nichts. Kann ich irgendwas sehen auf dem Bild? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Boah, nee. Oh, wir gehen in der nächsten Folge darunter. Wir stellen uns unserer Furcht, gehen in den Brunnen. Ja, ist ein Brunnen, ne? Hier sieht Kurdel, wo der Eimer dran war. Dann gehen wir in der nächsten Folge, gehen wir runter im Brunnen und dann kommt. Ich könnte mir gut vorstellen, ob das dann langsam die Action losgeht. Immerhin, wir haben hier Schlösser abgemacht. Hier war ein Deckel drauf, ne? So. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Schaltet wieder ein. Ich würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.